dass reiche Menschen wieder verstehen, sie sind Teil der Gesellschaft. Was sie besitzen, was sie können, wer sie sind, ist ein Ergebnis von gesellschaftlichem Zusammenleben. Zurückzugeben, durch Steuern zum Beispiel. Auf eine Art und Weise, wo nicht ich entscheide, wer was kriegt, sondern eine öffentliche Instanz. Das ist eine Art und Weise, wie wir gemeinsam wieder teilen können. Marlene Engelhorn ist 29 Jahre alt und erbt 100 Millionen Euro. Sie selbst findet das aber ungerecht. Deshalb will sie 90% ihres so erworbenen Vermögens spenden. Damit ist die Österreicherin aber nicht die erste Superbetuchte, die bereit ist, einen großen Teil ihres Reichtums abzugeben. Samuel Bankman-Fried zum Beispiel. Ein junger amerikanischer Student, der innerhalb kürzester Zeit zum Milliardär geworden ist. Wie? Durch Kryptowährungen. Auf den Bahamas gründet er schließlich ein Unternehmen mit einem großen Ziel. Reich werden, um zu geben. Denn wer einmal reich ist, der wird auch immer reicher. Diese extreme Vermögensungleichheit hat sich noch weiter verschärft durch Corona. Und zwar sind weitere 100 Millionen Menschen unter die Armutsgrenze gerückt, während die Superreichen ihr Vermögen teilweise verdoppeln konnten. Sehr schnell sehr reich ist auch Mackenzie Scott geworden. Die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos wird durch die Scheidung über Nacht zu einer der vermögendsten Frauen der Welt. Über 44 Milliarden US-Dollar bekommt sie und ist bereit, sie weiterzugeben. In den ersten 3 Jahren nach der Scheidung hat sie bereits 13 Milliarden davon gespendet. Zum Vergleich, ihr Ex-Mann, dessen Vermögen auf 185 Milliarden Dollar geschätzt wird, hat bisher nur 2 Milliarden gespendet. Aber ist Spenden wirklich die einzige Antwort auf die Umverteilungsfrage? Die Stimmen nach einer Vermögenssteuer werden immer lauter. Fest steht ist, dass wir als Gesellschaft vor großen Problemen stehen, wie zum Beispiel der Klimakrise und einer immer älter werdenden Gesellschaft. Und jeder und jede von uns muss einen Beitrag dazu leisten. Es kann nicht sein, dass eine Mutter alleinerziehend im Teilzeitjob 20% ihres Einkommens abgibt und hingegen Superreiche nichts von ihrem Vermögen an den Staat geben. Auch Millionenerbin Marlene Engelhorn möchte üppiger besteuert werden, denn sie ist, im Gegensatz zu vielen anderen, bereit, ein großes Stück ihres Kuchens herzugeben. Aber wir sollten uns nicht auf das Wohlwollen der Superreichen verlassen, weil ganz ehrlich, schauen wir uns um, es klappt offensichtlich nicht.